Ich habe mir mal diese Münze gekauft. Und zwar, das ist die Molon Lavais Münze. Wird eigentlich Molon Lavais ausgesprochen. Und darauf ist zu sehen, der Spartaner vorne. Und oben der Schriftzug Molon Lavais oder Molon Lavais, besser gesagt. Und nochmal in Griechisch. Diese Münze erinnert quasi an den Ruhm der 300 Spartaner an den Thermopylen und will uns stets daran erinnern, dass es sich lohnt, für Freiheit und Demokratie einzustehen. Und diese 300 Spartaner haben die Demokratie und Freiheit Griechenlands quasi ja mit dem Leben verteidigt, im wahrsten Sinne. Ich glaube, das waren nicht nur 300 Spartaner, das waren, glaube ich, noch 700 aus Theben und so weiter. Also gut, aber die Hauptarbeit haben halt die 300 Spartaner geleistet, als sie sich den Persern entgegengesetzt haben. Entgegengestellt, besser gesagt, ja. Und also die Schlacht bei den Thermopylen. Genau, da wollte ich mir ein bisschen zeigen, wie das so aussieht. Diese Münze ist aus reinem Kupfer, also eine Unze, eine Feinunze Kupfer. Sie ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist, würde ich sagen, das ist Stempelglanzerhaltung. Ich drehe sie mal um. Und auf der Rückseite steht hier das, was das Molon Lavais eigentlich bedeutet, nämlich Come and Take It. Genau, das war nämlich die Antwort auf die Forderung der Perser, dass sie ihre Waffen abgeben sollen, als Zeichen ihrer Unterwerfung. Und dann haben die Spartaner gesagt, Molon Lavais, kommt und holt sie euch. Quasi nur über meine Leiche. Ne? Und ja, das ist schon, ich finde diese Münze ist ziemlich cool. Ja. Genau so, und wie gesagt, sind halt so die Waffen darauf zu sehen. Eine Unze Feinkupfer. Feinkupfer. Die Münze wird tragischerweise jetzt nicht in Griechenland, sondern in den USA hergestellt. Was ich ein bisschen schade finde, weil da könnten die Griechen auch Geld daran verdienen. Dass sie selber nicht auf die Idee kommen, diese Münze so zu prägen, ist auch schon wiederum echt schade eigentlich. Da hätten die noch mal eine gute Einnahmequelle gehabt. Aber wenn die anderen schlauer sind und schneller darauf kommen, an so etwas Geld zu verdienen, nun gut. Genau. Haben wir gleich 20 Stück geholt. Für 45 Euro. Genau, weil ein Stück, glaube ich, mit Versand war bei 20 Euro, glaube ich, lag das. Da habe ich gedacht, ich kaufe mir gleich 20 Stück und verkaufe die anderen. Genau. Jo, okay, also wie gesagt, ich wollte dir euch mal zeigen. Ist halt 31,1 Gramm, eine Feinunze und ja, Stempelglanz, wie gesagt, und wunderschön. Ist auch bestimmt ganz nett zum Verschenken. Und sie gibt es auch in Silber, habe ich gesehen. Genau, in Silber gibt es sie auch noch. Da kostet aber die eine Münze, glaube ich, so 26 Dollar plus Versand. Wie lange hat mein Versand gedauert? Ungefähr 10 Tage. Knapp 2 Wochen vielleicht. Ungefähr hat es gedauert. Und ist okay, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Für mich als Griechen besonders natürlich diese Münze. Und meiner Ansicht nach ist das eigentlich sogar so eine Art Tapferkeitsmedaille. Wenn man halt diesem Slogan folgt und so denkt und ja, einfach sich dafür einsetzt, dass Freiheit und Demokratie und ja, das ist eigentlich eine Tapferkeitsmedaille für jeden, der sich so sehr aufopfert, die Freiheit und Demokratie in der Welt zu verteidigen. Notfalls auch mit Waffengewalt. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, stoppe ich das Video hier und bis dann. Bye, bye.